Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ey, ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass Skarkings Peitsche, dass die irgendeine Art von Fähigkeit hat. Ich habe irgendwo gehört oder eben gelesen, dass er damit Kaiju kontrollieren kann. Und ihr habt mir dann irgendwann geschrieben, ey Tobi, das ist so ein Schwachsinn. Hast du irgendwo in irgendeinem Trailer oder ähnlichem etwas auch nur ansatzweise andeuten gesehen, dass die Peitsche wirklich so eine Fähigkeit hat? Wisst ihr noch, das war gar nicht so lange her, wo ihr gesagt habt, Tobi, das ist Schwachsinn, die Peitsche kann gar nichts. Und ja, also wir wissen jetzt auf jeden Fall, was die Peitsche kann und wie das Ganze zusammenhängt im Film. Ich werde das jetzt gleich im Video erklären. Achtung, das sind Spoiler zum Film erneut. Ich sag's jetzt nur noch ein einziges Mal, ihr könnt ja alle selber mitdenken. Spoiler heißt eben, ich verrate jetzt was und mal gucken, was bei rauskommt. Viel Spaß mit dem Video. Wisst ihr, warum ich gerade so blöd grinse? Ich habe wirklich nochmal versucht herauszufinden, wo ich das Ganze gelesen habe. Wo habe ich diese Information aufgeschnappt, dass Skarking mit seiner Peitsche andere Kaiju kontrollieren kann? Oder zumindest Shimo. Wir bleiben mal ganz kurz bei Shimo. Und ich habe dann geguckt und ich habe es nicht mehr gefunden. Es ging so weit, dass ich wirklich an mir selber gezweifelt habe und mir irgendwann überlegt habe, okay, hast du dir das einfach selber eingeredet? Habe ich mir einfach selber so lange meine eigene Theorie in die Birne geballert, bis ich dann selber daran geglaubt habe und ey, was soll ich dazu sagen? Ich weiß jetzt, was die Peitsche kann und ich weiß auch, womit das Ganze zusammenhängt und ich habe euch ja darauf hingewiesen, wir spoilern jetzt hier ein bisschen. In einem Video, was ich auf jeden Fall vor diesem Video hier veröffentlicht habe, da haben wir über Bilder gesprochen, die geleakt wurden. Unter anderem über ein Bild, das uns Shimo zeigt, der sich vor Kong aufbaut und das ist ein Bild, das kurz nachdem im Trailer 2 gezeigten Moment spielt, wo diese Lavawand weggeht und dann Shimo langsam auf Kong zugeht. Da sehen wir in Trailer 2 allerdings nur die Augen von Shimo ganz kurz und Kong guckt eben ganz ängstlich, eben in Richtung von Shimo, weil dieses Tier da eben gerade rauskommt. Das geleakte Bild zeigt uns dann, was wir kurz nach dieser Szene auf der Kinoleinwand betrachten dürfen, nämlich einen gewaltig großen Shimo, der 4 Ketten um den Hals gelegt hat. Diese 4 Ketten sehen exakt so aus wie Skarkings Peitsche. Dieses Bild wurde jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet, beziehungsweise wurde das Bild nochmal ein bisschen aufgearbeitet und eben nochmal ein bisschen rangezoomt und verschärft. Und da fällt eine Sache auf. Diese ganzen Wirbelsäulen, die eben zum einen als Shimos Ketten fungieren, zum anderen aber eben auch als Skarkings Peitsche, die haben alle am unteren Ende so ein weißes leuchtendes Stück. Dieses weiße leuchtende Stück ist tatsächlich ein Teil der Kristalle, die unten in der Hollow Earth wachsen. Mit Hilfe der Kraft dieser Kristalle ist Skarking in der Lage, zumindest Shimo zu kontrollieren und eben zu manipulieren oder mehr zähmen, war glaube ich der Ausdruck, der hier geschrieben wurde. Also diese Kristalle haben wirklich eine Fähigkeit und das heißt ja, auch Skarkings Peitsche hat im Endeffekt eine Fähigkeit. Sie wird eben also nicht nur als Waffe eingesetzt, sondern eben auch als Werkzeug, um zumindest Shimo damit kontrollieren zu können. Warum sage ich jetzt aber hier andauernd, nur Shimo. Es fällt irgendwie auf, dass Skarking diese Fähigkeit scheinbar auf keinen anderen Kaiju anwenden kann. Als er zum Beispiel gegen Kong kämpft, sehen wir ganz kurz, wie der Kristall unten Kong nämlich die Hand aufschlitzt und er scheint hier wirklich keine große Wirkung auf Kong zu haben. Und auch hier spielt wieder so eine Theorie, die es auch schon länger gegeben hat, diesem Fakt, dass diese Peitsche wirklich eine Fähigkeit besitzt, so ein bisschen in die Karten. Denn es wurde damals auch gefragt, wie kann es denn sein, dass ein mächtiger Kaiju wie Shimo sich von Skarking manipulieren lässt und die Antwort darauf ist damals gewesen, als reines Gerücht, dass diese Kristalle eine bestimmte Auswirkung auf Shimos Kraft haben. Sowas in der Art wie Kryptonit bei Superman, nur eben quasi, dass damit dann die Gedanken vernebelt und eben verdreht werden können. Dass das Ganze jetzt bei Kong nicht funktioniert hat, das haben wir auf jeden Fall im Trailer schon gesehen. Allerdings schwebt ebenfalls noch das Gerücht im Raum, dass Shimo eine Urform, also eine ganz alte Anfangsvariante, der Godzilla-Spezies ist. Was ist also, wenn Godzilla tatsächlich während des Films beginnt von diesen Kristallen manipuliert zu werden, weil diese gesamte Godzilla-Spezies aus irgendeinem Grund anfällig auf diese Kristalle ist? Das würde dann ebenfalls Gias Vision erklären, wo sie ja sieht, dass die Menschen Godzilla angreifen oder quasi bekämpfen mit so Drohnen und ihn eben abschießen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Peitsche eine extreme Gefahr für gerade die Godzilla-Spezies darstellen wird und das macht auch Sinn. Da wir ja wissen, dass die Kongs und die Godzillas mal im Krieg miteinander gewesen sind, wäre es nur logisch, dass jemand wie Skarking vielleicht während dieses Krieges eine Waffe entwickelt hat, mit welcher er die Godzillas kontrollieren und manipulieren kann.
Hat Skarking vielleicht sogar so den Krieg zwischen den Kongs und den Godzillas begonnen? Das sind jetzt alles Fragen, die wir uns auf jeden Fall wieder stellen können. Und ja, diese Peitsche hat auf jeden Fall die Fähigkeit der Manipulation. Dieser Leak, dieses Gerücht ist tatsächlich jetzt offiziell bestätigt worden. Und wer es mir immer noch nicht glaubt, ey, wartet einfach ab, bis der Film rauskommt. Ich kann euch nur sagen, dass diese Peitsche definitiv mit diesen Kristallen ausgestattet ist. Genauso wie die Ketten von Shimo. Im Trailer sehen wir überall in der Hohlerde ebenfalls diese ganzen Kristalle. Und möglicherweise muss Godzilla auch dann erst in diese Evolved-Form rüber switchen, die wir auch dann am Ende vom ersten Trailer sehen, wo er dann mit Kong durch die Hohlerde rennt, weil er in dieser Evolved-Form vielleicht nicht mehr anfällig für diese Kristalle ist. Das wäre auf jeden Fall eine Option und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was sie daraus machen. Aber ja, die Peitsche hat definitiv die Funktion, Kaiju zu manipulieren, zumindest Shimo. Das ist offiziell, das wissen wir jetzt. Schreib mir auf jeden Fall jetzt mal alle Gedanken dazu unten in die Kommentare unten rein. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung und dann würde ich sagen, bin ich für heute raus mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.